Mal gucken, ob hier alles richtig sitzt. Ja. Hallo Freunde, hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich in diesem Theater. Wir haben heute wieder eine Produktvorstellung für euch und zwar hat uns die Firma angeschrieben, Fit Willkommen. Die machen Sportschuhe. Sportschuhe? Wanderschuhe? Also Schuhe. Schuhe? Ja, ja. Sportschuhe. Tonschuhe, Freizeitschuhe. Freizeitschuhe, Sport, Tonschuhe. Aber der Clou an dieser Firma ist, dass sie spezielle Weiten hat. Sie hat schmale, weit und extra weit. Weil es gibt ja Menschen, die haben breiten Fuß, die haben schmalen Fuß, die haben dicken Fuß, die haben hohen Spann. Die haben ja immer Probleme, Schuhe zu kaufen. Geht mir nicht anders und Omi sowieso nicht anders. Omi hat einen sehr breiten Fuß und da muss man immer gucken, na, da kann der Schuh noch so schön aussehen, wenn er nicht passt, dann passt er nicht. Nee. Ne? Oder? Ja, stimmt so. Ja. Du hast Schuhgröße 41? Ja. Ja, und da, ich brauche einfach einen breiten Fuß, also beziehungsweise einen breiten Schuh. Ja. Ja. Ich habe schon oft Schuhe gekauft und die passen nicht. Und bei mir genauso. Ich habe zwar, ich trage 39,40, aber bei mir ist das so, der rechte ist ein bisschen dicker durch, ne, durch meine Krebserkrankung und Lymphknoten und sowas alles. Und ein bisschen hohen Spann, ne? Der linke ist immer, da habe ich eigentlich nie selten Probleme mit dem rechten, ich immer so, da wäre mir lieber, ist ein bisschen breiter der Schuh. So, da kam uns ganz gerecht, dass uns diese Firma angeschrieben hat. Ich musste erstmal googeln, ne, weil ich bin ja immer erst skeptisch, wenn es solche Firmen anschreiben. Und dann google ich immer erst und gucke mir alles an und gucke, ob das echt ist. Gucke mir Bewertungen an und dann entscheide ich mich oder entscheiden wir uns, ob wir die Kooperation annehmen. Ja, getan, gemacht, habe ich gesagt, ja, okay, gerne. Und dann haben wir uns Schuhe ausgesucht. Ja, Preisklasse sind natürlich etwas teurer wie normale Sportschuhe, obwohl, wenn du von Nike oder so kaufst, zahlst du genauso viel. Und ob die dann so gut sitzen, weiß man nicht, weiß ich nicht. Wir haben uns zwei Paar ausgesucht. Die Omi hat sich ein paar, ich habe mir ein paar ausgesucht. Die ich mir ausgesucht habe, die waren natürlich out of stock, die waren ausverkauft. Dann haben sie mich angeschrieben, gesagt, die sind ausverkauft, eine andere Farbe, ich habe mir eine andere Farbe ausgesucht. Und das ging dann ratzfatz. Also wir haben vor dem Urlaub, haben sie uns angeschrieben, gesagt, na, wir fahren jetzt erstmal in Urlaub. Und nach dem Urlaub würde ich mich dann melden oder sie können dann nach dem Urlaub die Sachen zuschicken. Und das hat alles wunderbar geklappt. Ja, die Schuhe sind dann angekommen letzte Woche und die zeigen wir euch jetzt mal. Wir haben sie euch schon mal kurz gezeigt im Video, aber wir stellen sie euch mal richtig vor. Zeig mal dein Paar Schuhe. In dieser Verpackung kam er an. Ja. Oder kamen die beiden an, das Pärchen an. Sind gut verpackt. Extra Beutel, extra Staubbeutel. Jeder einzelne Schuh ist eingepackt. Einmal. Ja, reicht ja, wenn du einen zeigst. Ja. Ja, also. Und der hat mich, was steht, der hat mich eine extra Weite. Welche Nummer haben wir da drauf? Extra. Steht jetzt hier. Doch, dran. Hinten, doch, hinten. Doch. Nee, nee, da vorne steht das. Da. Da ist ein Druck. W, weit. 8,5 weit. Ja. Oder 10 bei US, ja, US Woman. 10 W. Ja. Europäisch, es ist einmal die United Kingdom Größe 7,5 Euro, Japan Zentimeter 26. Aber, und es ist W. Du hast gewählt W weit und extra weit und B gewählt breit. Ja, und die sind wirklich sehr bequem hier vorne. Ne? Man sieht schon, dass die etwas breiter sind wie ein normaler Schuh. Und die Omi hat den angehabt und da hat die gesagt, nee, der klopft sie jetzt nicht. Ja, der passt wirklich, wirklich gut. Hat eine tolle Verarbeitung, sehr robust, aber auch nicht schwer, leicht. Sohle, schön. Man kann auch mal in die Pfütze treten. Ja, kann man auch, weil es ist ja schön hoch, genau. Genau. Und ja, also das ist zum Beispiel Irmis Schuh, das ist ein... Ein hoher, mit bis zum Knöchel geht der, ne, deiner. Geht über, ja, genau, über genau. Den Knöchel, das, was mir auch immer lieber ist. Bei ihr, ja, sie mag, ja, ich mag es nicht so über den Knöchel, aber bei Omi schon.
Und wie gesagt, extra, also weit, damit der Fuß auch reinpasst. Und ja, wir zeigen sie euch noch, wenn wir sie am Fuß haben. Na, wir waren dann im Garten und zeigen euch das noch. Bleibt also dran. Jetzt stellen wir sie euch mal so vor. Und ja, ist atmungsaktiv. Hier bewegt es mit dem Mesh hier vorne. Also wunderbar. Der sieht auch schön aus am Fuß. Kann ja noch mal den anderen dazu So, holen. genau. Na, Der sieht genauso aus, ne? Ja, na, also wunderschön. Ein Pärchen. Ein Pärchen. Sehen groß aus, ne? Aber Ja. irgendwie hat der Nummer 41. Was willst du machen? Da kannst du ja nichts machen. Haben sie, die haben, also wie gesagt, ich verlinke euch die Seite und guckt mal rauf und Rabatt blende ich euch auch ein, wenn, ja, da ist Rabatt gut, kriegt 30%, blende ich euch ein. Und wenn nicht, steht ja alles in der Infobox. Also, ich glaube, die kamen jetzt hier über 100 € glaube ich, die Schuhe. Ja, nimm mal, lass mal. Ja, über 100 € hätten die gekostet. Ich glaube, 120 € oder so, keine Ahnung. Ja, glaube ja. Ich gucke da nicht auf den Preis. Wenn ich mir Schuhe aussuche, nehme ich die Schuhe, die uns zusagen und da gucke ich nicht auf den Preis. Dann können sie auch nur 30 € kosten, ist egal. Ja. Ja, das ist irgendwie das Paar und wirklich, von der Firma Fitwill habe ich noch nie was gehört, kannte ich also bis dato nicht, aber die scheinen sich zu etablieren, wie sagt man, Etablieren. etablieren, genau, und machen wunderschöne Schuhe. Also wirklich, Gut, für ein Kleid zum Anziehen nicht, nee, es ist aber Sportschuh, es ist ist klar, ne? Sportschuh, ne? Also Ist dann zum, steht hier ja. irgendwas drauf, ist alles auf Englisch. Das ist ein Sportschuh, ist ganz klar. Das ist ein Laufschuh, ein Sportschuh. Ja, genau. Die hat sich irgendwie ausgesucht. Da zeige ich euch meine, die ich mir ausgesucht habe. Die sind genauso. Ne? Meiner ist so ein Halbschuh, genau, Halbschuh. Ja, also ich meine, Da vorne ist doch ein so. bisschen, bisschen Ja, deine höher. sind höher. Ja. Deine sind Kirsche, bei mir sind ein Halbschuh. Ja. Die Weite steht die da drauf? Auch W. Da steht auch genau W. US-Women 9,5, also auch W, ne? Hab die Weite W Und genommen. du hast aber die Schuhgröße 40 genommen, ne? Ja, 40, genau. Ja. Naja, einen Turnschuh habe ich immer ein bisschen größer. Da mag ich gerne ein bisschen größer. Ja, ne? Die sehen haben. Ich glaube, naja, ist nicht Wildleder, aber fest sich an wie Wildleder. Auch hier wieder so ein Mesh-Einsatz, würde ich mal sprechen. Und ja, schöner Sportschuh. Rebound. Rebound, was steht hier drauf? Rebound. Core. Rebound Core. Rebound Core, genau. Fitwill. Also ist ein schöner sportlicher Schuh, würde ich sagen. Also doch, ist ein schöner sportlicher Schuh. Schöne Farbe. Und ihr seht auch hier an diesen Schuhen, sie sind hier, ne, man sieht sofort, dass die extra breit sind. Also man sieht es auch hinten an der Sohle, dass die extra breit sind. Ne? Und Leute, als ich den Schuh angezogen habe, ich habe es kaum geglaubt. Ja, das ist so ein tolles Gefühl in diesem Schuh. Weil wer breite Füße hat, der weiß, wie es ist, Schuhe zu kaufen. Ne? Also da hat man immer Probleme. Bei manchen Schuhen, die braucht man erst gar nicht anziehen, weil man sich denkt, nee, da komme ich gar nicht rein, weil die sind viel zu schmal. Ja. Und hier, das ist, ey, das, Leute, das ist ein Traum. Wenn du in diesen Schuh einsteigst, ein Traum, du kommst rein, nichts drückt, nichts quetscht, nichts tut weh. Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, Fitwill, noch nie von ihr gehört. Und mal gucken, wie sie sich machen. Wir haben sie jetzt noch nicht getragen, ne? Also, Ja, getragen in dem Sinne, dass also noch über längere Zeit noch nicht noch nicht getragen. getragen, über Nein, längere Zeit noch nicht. zum Anprobieren, ob sie denn überhaupt passen, Ja, und so haben wir müssen sie wir drin schon angehabt, gelaufen hier ne? in der Wohnung. Die sind also auch ausgepolstert hier am. Genau. Richtig schön festen Polster, Ja, genau. Kann man ja. denn auch, wenn man sie nicht mehr, wenn man sie aussieht, wieder reinpackt, damit sie nicht zusammenfallen. Also, schöne Farbe, schöner Schuh. Nicht schwer. Was wiegt, Nein. was meinst, was schätzt du, was der wiegt? Nur unsere Waage her, bitte. Ja, Wir wiegen die bisschen. mal, die Schuhe. Mal gucken, was so ein Schuh wiegt. Also ich habe
Kommt, spielt ja auch mal eine Rolle, wenn man einen Schuh anzieht, ne? Weil so schwere Schuhe will man auch nicht anziehen. Gerade wer Probleme mit dem Laufen hat, ne? Ich möchte ja kein scharf angucken, Ille. Ne? Weil ich bin ja immer diejenige, die fällt. So, wir wiegen die einfach mal. Guck mal, das Muggelchen hier. Für dich ist kein Schuh bei Muggelchen. Nein, aber du bist immer dabei. Ne? Du musst gucken, was hier passiert. Mach mal den Sandmann aus den Augen. Wir sind da schon lange wach. Wir haben jetzt 14:45. Oder für andere 13:15 Uhr oder 12:45. Ich glaube, da muss ich die Batterie wechseln. Echt? Ja. Ach, schade. Da, nee, so, nee. Nee, ist Batterie. Batterie, nein. Ja, okay, schon, aber. Können wir immer noch sagen, aber so schwer. Nee, die sind echt mega sind leicht. Ja. Also wirklich mega leicht. Ja, wie gesagt, schaut euch mal auf der Seite um. Es gibt Wanderschuhe, es gibt etliche Arten von Sportschuhen dort. Farbe, Form, extra Weiten, es gibt auch noch extra breit, ne? Also das ist wirklich das Gute an diesen Schuhen, dass sie mehrere Breiten haben. Das ist optimal. Das ist mir auch egal, wie teuer der Schuh ist, wenn ich weiß, er passt und ich laufe gerne drin. Jeder hat so ein paar Schuhe zu Hause, die man sich gekauft hat, weil sie schick sind und sie passen, aber es kneift, genau, es könnte besser gehen, ne? Man trägt sie dann zwar, aber man ist dann froh, wenn man sie ausgezogen hat, seid ehrlich. Also wer das nicht hat, jeder hat so ein paar Schuhe zu Hause, definitiv. Und ich habe ein paar davon, ne? Aber das könnten jetzt wirklich meine Lieblingstreter werden, garantiert, weil die so schön breit sind, aber ihr werdet sie noch am Fuß sehen. Wir spielen euch jetzt ein Video ein, wie wir sie im Garten angezogen haben, wie wir darin gelaufen sind. Und wir bedanken uns fürs Zusehen. Wie gesagt, es ist alles in der Infobox verlinkt. Wer neue Schuhe sucht, kann gerne raufgehen und gucken. Bequeme Schuhe sucht, der geht rauf, er findet auf jeden Fall was. Und ihr wisst, wir bieten euch nur Sachen an, wo wir selber hinterstehen. Was ist denn los? Wer ist denn hier schon wieder? Muggelchen. Achso. Bewegt sich die Kamera wieder? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir können sie euch empfehlen, weil wir sind wirklich begeistert von. Also wenn du da reinkommst, du bist drin in dem Schuh, da denkst du, ach, bin ich im Himmel. Nee, es ist wirklich so. Es ist nicht übertrieben. Es ist wirklich so. Es macht Spaß, den Schuh anzuziehen, weil nichts zwickt. Ja. Was können wir euch noch sagen? Mehr können wir euch nicht sagen. Gönnt euch, guckt euch an. Wie gesagt, es gibt Rabatte. Schlagt zu. Also, wer wirklich bequeme Schuhe sucht, wer schon lange bequeme Schuhe sucht, der ist bei der Firma generell richtig. Würde ich sprechen. Ne? Unsere Meinung. Ja, ist unsere ehrliche Meinung. Unsere Meinung, ja. Ne? Nicht jede Firma bietet extra breite Schuhe an, das ist es ja. Kauft ihr bei Nike, kauft ihr Adidas, kauft ihr wie sie alle heißen. Ist halt da, die bieten nicht extra breit an. Und Umi braucht extra breit, weil sie hat wirklich einen breiten Fuß. Ne? Also, ja, jetzt hast du keine Socken an, aber sie hat einen breiten Fuß und ist immer schwierig, Schuhe zu kaufen für Umi. Ja. Und die gehen, die flutschen, ne? Da ja, ist wirklich. Ja, ja. Ja. Aber ihr werdet es sehen jetzt. Wir spielen euch das Video ein. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Schaut euch auf diese Seite um. Vielleicht findet ihr auch was oder auch was. Und bedanken uns fürs Zusehen. Und bedanken uns bei der Firma Fitwill. Lieben Dank, dass ihr uns angeschrieben habt. Wir sind sehr begeistert von diesen Schuhen. Und was sagen wir denn? Immer wieder gerne. Tschüss.
Next to you.